Der Held in Tims Vogelweide, Christian Eschenbach, ist ein Mann, der wirklich alles verloren hat. Seine Frau, seine Geliebte, seine Arbeit, sein Haus. Am Anfang des Romans hat Eschenbach sich auf ein unbewohntes Insel zurückgezogen. Die Insel verlagert sich langsam nach Osten. 3 bis 4 Meter im Jahr, je nach Stärke der Winterstürme und Sturmfluten. Hier, wo er jetzt stand, war vor 40 Jahren Wasser nur und Watt. Der Wind hatte in den letzten Stunden aufgefrischt. Eine blau-schwarze Wolkenbank lag im Westen über dem Horizont. Böen rissen von den Dünen Sandfahnen hoch. Der Schaum der auslaufenden Wellen wurde in breiten, grau-weißen Streifen über den Strand getrieben. Möwen glitten über die Wellen und je stürzte eine aufs Wasser. Im Schnabel ein kurzes, silbernes Aufblitzen. Am Morgen war er den Strand entlang gegangen, 100 Meter, die er jeden dritten Tag nach Treibgut absuchte. Heute waren es eine Spraydose, ein Glasröhrchen mit Tabletten, ein blauer Sportschuh, Marke Adidas, eine Dose blauer Yachtlack. Er maß den Rest, die Restmenge des Inhalts, 0,5 Liter, und ein Becher Schokoladenmus. Er sammelte den Müll in einen Plastiksack, schaffte ihn zur Hütte, von wo er einmal im Monat bei Ebbe mit dem Pferdewagen aufs Festland gebracht wurde. Du bist kein moralischer Schriftsteller, ne? Nein. Gar nicht? Nee. Also Moral, sagen wir mal, in der Form, ich denke, ich habe so die Vorstellung von so einer politischen Solidarität, auch menschlichen Solidarität, also ja. Etwas, was man immer überprüfen kann. Und ansonsten bin ich vorsichtig mit moralischen Dingen, ja.